Hi und schön, dass ihr das Video angeklickt habt. Heute gibt es das Review zum HTRC C150 Balanced Charger. Ich verlinke euch zu immer Timestamps, somit könnt ihr meine weisen Worte überspringen und euch das anschauen, was euch interessiert. Die Lader kann sowohl mit Wechselspannung als auch mit Gleichspannung betrieben werden, schafft maximal 150 Watt Ladeleistung oder 10 Ampere, 2 Ampere Entladeleistung. Er kann alle gängigen Lithium-Akkus laden von 1 bis 6 Zellen, ebenso Nickel-Cadmium- und Nickel-Metall-Hybrid-Akku von 1 bis 15 Zellen und Blei-Akkus von 2 bis 20 Volt. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich der Lader, das Netzkabel, der Balancer-Port, 4 mm Banane auf DINs, also T-Plug, XT60, EC3, Tamiya, Mini-Tamiya, JSD, Futuba und den Traxxas-Stecker. Und einmal XT60 auf Klemmen für das Betreiben mit Gleichstrom. Anleitung ist keine dabei, die könnt ihr euch jedoch runterladen. In der Beschreibung habe ich sie euch verlinkt. Vorne haben wir die Bananeausgangsstecker, den Balancer Port, einen Anschluss für einen externen Temperatursensor, den PC-Link Port, der leider so nicht zu verwenden ist, da die Software bei Windows 11 nicht mehr unterstützt wird, ein USB-Ladeport mit 2,1 Ampere. Auf der Rückseite befindet sich der Ein-Ausschalter, auf der Seite der Gleichstromeingang. Ein kurzer Blick ins Menü. Das kann nicht mehr oder weniger als alle anderen Charger, aber die Extras machen es dann aus. Wir können somit laden, entladen, schnell laden, balanced laden und Storage laden. Die User Settings bieten euch die Möglichkeit, einerseits den Piep und den Buzzer zu ändern, die Ladeleistung, die Balancerleistung, Voltage Control und vieles andere mehr, von dem ich teilweise gar nicht weiß, was es ist. In den Extra-Funktionen haben wir die Möglichkeit, Batteriestatus abzufragen für alle Zellen, den internen Widerstand, es gibt einen Balancer, um alle Zellen gleichzuladen, Digital Power-Funktion, eine Brush-Motor-Driver-Funktion, von dem ich leider nicht weiß, was es ist. Hier nochmal der Überblick über die Extra-Funktionen und User-Settings. Insgesamt gesehen ist die Anleitung zwar ausreichend, aber leider sind nicht alle Funktionen genau beschrieben. Ein gewisses Vorwissen ist somit Voraussetzung. Der Lader hat in meinem Fall ca. 54 Euro gekostet, was für den versprochenen Feature-Umfang ein recht guter Preis ist. Und jetzt zum Ladevorgang und zur Lautstärke. Bis 1 Ampere Ladeleistung springt der Lüfter nicht an, danach aber umso lauter. Es gibt keine thermische Regelung, es gibt dann nur Vollgas. Das ist auch gemeinsam mit der Anleitung der einzige Nachteil, den ich bei diesem Lader sehe. Die Lautstärke wurde in ca. 40 cm gemessen. Beim Entladen springt der Lüfter sofort an. Da es ja auch verständlich ist, irgendwie muss die Abwärme hin. Mein Fazit: ein guter Lader mit vielen Funktionen unter der Voraussetzung, dass euch die Lautstärke nicht stört und die Anleitung wichtige Details verschweigt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf Like. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann drückt auf Subscribe. Es würde mich freuen.